Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, dem Leben eine neue Richtung geben. Hier ist der Robert Betz und schön, dass ihr da seid. Und heute in diesem Podcast der erste Teil eines Interviews mit Marius Schäfer, einem Transformationstherapeuten in Wiesbaden, der eine private schöne Sendung macht, jede zweite Woche, und die heißt Marius Lebensimpulse. Und da hat er sich mal die Zeit genommen, mir viele schöne Fragen zu stellen. Und ja, die sind jetzt auch für euch da, heißt meine Antworten und seine Fragen. Herzlich willkommen zum Interview mit mir und Marius Schäfer oder von Marius Schäfer mit mir in seiner Sendung Marius Lebensimpulse. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marius Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Und ich habe es wieder mal geschafft, mich selbst zu irritieren, denn ich habe im Eifer des Gefechts den falschen Start-Jingle eingepackt. Aber das soll kein Hindernis sein, hier einen anderen fulminanten Start hinzulegen, denn heute freue ich mich besonders, einen Studiogast mit mir hier zu haben, nämlich Robert Betz ist mit mir hier. Hallo Robert, schön, dass du da bist. Hi, schön, dass du da bist, dass wir da sind. Ja, vor allem, dass das so spontan geklappt hat. Jawohl. Dass wir hier 2 Stunden haben, um über die wichtigen Themen des Lebens zu sprechen. Und auch, dass du ein bisschen über dich erzählen kannst, was dich bewegt und antreibt und vor allen Dingen, was du machst natürlich, was du anderen Menschen mitgibst, sodass sie ein schöneres Leben leben können. Schauen wir mal. Dann erstmal vielleicht die Einstiegsfrage. Wie geht's dir? Heute ein bisschen, ich habe leicht Kopfschmerzen, aber es geht gleich weg. Normal habe ich gar keine Kopfschmerzen, aber ich weiß nicht, woran es lag. Ich bin 500 Kilometer gefahren heute schon. Und heute Nacht bin ich dann um 2:30 aufgewacht und denke, nee, kannst du nicht schlafen, dann kannst du gleich auf die Autobahn gehen. Von Bremen nach Wiesbaden ist ja um die Ecke, ne? Ja, und da habe ich morgen in Mainz hier einen Vortrag im Lokschuppen und deswegen dachte ich, wenn ich schon da bin, rufst du den Marius mal an. Vielleicht hat er gerade Bock, auf Sendung zu gehen und so was. Und er hat sogar richtig Bock. Du bist ja sehr viel unterwegs, du hast es eben erwähnt, du bist dann schon in der Früh losgefahren. Und da ist gleich die Frage, wie machst du das? Also wie kriegst du das hin, so viel unterwegs zu sein? Ich liebe Bewegung. Also, und ein schönes Auto. Und nee, mir macht es bisher immer noch Spaß von einer Stadt zur anderen. Allerdings habe ich mir jetzt erschaffen, dass die Abstände oder die Zeiten, in denen ich unterwegs bin, kürzer sind. Und ansonsten macht es mir aber Freude. Ich bin meistens in denselben Hotels. Das ist dann wie nach Hause kommen. Und ja, ich muss nicht Frühstück machen oder sonst was. Das ist mal abwägen. Obwohl ich sehr gerne koche und mein Frühstück mache. Aber die Abwechslung macht einfach. Ich bin schön unterwegs in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dann nach 2 Wochen in der Regel fliege ich wieder nach Hause. Und ich vermute, es gab eine Zeit, wo das vielleicht nicht so war, dass du, ich weiß nicht, gerne unterwegs warst. Oder ich sage mal so, gab es eine Zeit bei dir, wo du, die eher eine schwierige Zeit war in deinem Leben? Ja, das schon. Aber es war vor der Zeit, wo ich Vorträge gehalten habe. Da habe ich andere Vorträge in der Wirtschaft gehalten. Nee, da war ich im Marketing tätig. Ja, es gab schon ein paar schwierige Phasen natürlich, wie in jedermanns Leben. Eine meiner ersten schwierigen war von 14 bis 17 im Gymnasium, wo ich scheiß Noten hatte, weil ich von einem anderen Klosterinternat kam, wo kein besonders großes Niveau war. Weil das du keine Lust hattest auf Schule oder was? Nee, überhaupt nicht. Das hat an meinem Selbstwertgefühl genagt, weil ich kam da runter und musste gleich mal Klasse zurückversetzt werden und so weiter. Peinlich. Ne? Und da habe ich gekämpft 3 Jahre und hatte nach 10 Jahren Gymnasium keine Mittlerreife. Bin mit 2,5 abgegangen, Schnauze voll gehabt. Und dann habe ich Gott sei Dank eine Lehre angefangen und da ging es sofort besser. Also war das dann aus der Not heraus eine Lehre? Oder? Ja, klar, weil ich halt keinen Bock mehr. Also wenn da 4 Jahre, das waren vier Schuljahre von, ja, bis Ende Untersekunde, 10. Schuljahr im Gymnasium. Da war einfach überhaupt kein Bock mehr drauf. Und da ist sehr schön, wenn man was Neues anfangen kann. Und da bin ich auch unserem berühmten zweiten Bildungsweg sehr dankbar, weil ich wusste damals gar nicht, dass es Abendgymnasium gab. Und in der Lehrzeit sagst dann einer, ich fahre da jeden Abend nach Bonn. Ich sage, was machst du denn am Abendgymnasium? Und sage, oh, gibt's das? Das war für mich eine Offenbarung. Da sage ich, das mache ich dann auch. Und da fing dann ja das bessere Leben und Lebensgefühl an mit der Lehrzeit,
Weil das war für mich wirklich Einstieg ins Leben. Heute mag es vielleicht in manchen Schulen anders sein, aber du lernst ja an der Schule nichts vom Leben kennen. Und ich bin mit 17 in ein großes Stahlwerk mit 5000 Beschäftigten gekommen, Klöckner Stahlwerk, war nach kurzer Zeit Lehrlingssprecher für 120 Lehrlinge und habe uns da in der Zeit meine ersten Seminare gegeben beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Siegburg mit Musik von Hannes Wader und Franz Josef Degenhardt und sowas. Und das hat Spaß gemacht. Es waren lustige Anfänge, ja. Muss aber sagen, habe im Nachhinein, ja stimmt, da hast du ja auch schon Seminare gegeben. Und in der Zeit, das war eine sehr schöne Zeit letztlich, aber eben du hast nach Krisen gefragt, so wechselt dann eine neue Phase, eine alte Krise ab. Dann bin eigentlich vom Leben immer gut geführt worden. Und wenn du jetzt an die Schulzeit zurückdenkst, was würdest du sagen, hat dich da besonders geprägt? Was ist da hängen geblieben? Ach, Schulzeit ist wie bis heute weitgehend eine ziemlich unproduktive Zeit, wo es nur darauf ankommt, ja, zu bestehen. Und wenn du Glück hast, hast du mal einen Lehrer, der Bock hat auf sein und der erklären kann, der didaktisch gut ist. Das hatte ich nachher im Abendgymnasium mit einem oder anderen. Oder gab es Lehrer, die keinen Bock hatten und da hieß immer, ja, der baut gerade. Ja. Und andere, die waren dann engagiert. Also Deutsch, Philosophie und sowas hat mir Spaß gemacht. Haben sogar eine Physiklehrerin gehabt, die mir Physik beibringen konnte. Das hing sehr vom Lehrer ab, aber Schule hat sich ja bisher weitgehend nicht geändert. Aber wenn du selbst motiviert bist, wenn du zum Beispiel aufs Abendgymnasium gehst, da waren ja Leute von mindestens auf 23, 25 bis 40, 50, die sind hochmotiviert und das hast du richtig gemerkt. Wenn du Bock hast, wenn du selber was machen willst, dann läuft das. Ja, und das hat dann richtig Spaß gemacht auch. Abends um 18 Uhr bis 22 Uhr Schulzeit, dann noch ein paar Bierchen trinken und dann parallel habe ich Zivildienst gemacht bei der Arbeiterwohlfahrt in Bonn. Also war ein schönes Leben, sehr schön. Und wie ging es dann weiter für dich? Ich habe im Nachhinein gemerkt, dass ich immer Vater- und Mutterrichtung gewechselt habe. Ich bin für meine Mutter sozusagen ins Klosterinternat gegangen, ins Kloster. War dir das damals wirklich so bewusst? Nein, natürlich auch. Ich habe im Nachhinein gemerkt. Ah. Im Nachhinein gemerkt, dass ich mit 17 den Beruf meines Vaters, Abendgymnasium war wieder neutral und dann bin ich wieder, wie meine Mutter, die war so katholische Sozialarbeiterin, bin ich dann in die Psychologie und bin nach Hamburg zum Psychologiestudium. Und nach dem Psychologiestudium war mein Gefühl, damit kannst du den Menschen nicht wirklich helfen. Und bin dann wieder zurück in die Wirtschaft gleich. Im Studium habe ich schon immer gearbeitet, mein Studium finanziert. Und bin dann quasi da in der Firma geblieben. Habe für drei amerikanische Firmen gearbeitet, von 26 bis 42 letztlich. Ja, und das hat auch Spaß gemacht. Und gab es für dich da hast du irgendeine Vision verfolgt? Hast du gesagt, ich will mal Geschäftsführer werden oder nee. Keine Ahnung was? Noch nie. Nee, als junger Mann interessiert dich, was machst du, macht das Spaß, was die dir geben an Jobs oder sowas. Ja, ich habe wirklich witzige Jobs schon gehabt oder ziemlich interessante Sachen. Die Gesundheitsbehörde Hamburg kam und haben sie zu uns als PR-Agentur damals gesagt, können sie was machen für uns, für Hamburger Familien als Drogenpräventionsprogramm. Ja, die Eltern brauchen da irgendwas in Hilfe, wie sie mit ihren pubertierenden Jungs klarkommen und dass sie nicht auf Drogen nehmen und so weiter. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich das so aus der Hand geschrieben. Ich konnte immer schon gut Dialoge schreiben und so. Und habe dann so ein Drehbuch geschrieben und dann haben wir damals die Tagesschau-Sprecher eingeladen, Dagmar Berghoff und Werner Feigl. Die haben im Studio wie hier meine Kommentare gesprochen, also die Ratgeber an die Eltern. Und dann haben wir eine Laienschauspielgruppe gefunden, die dann Theater gespielt haben, die jetzt Szenen aus zu Hause gespielt haben. Und das war dann gut. Das sind nachher zwei Kassetten geworden und die Gesundheitsbehörde Hamburg hat das dann für 10 Mark abgegeben an die Eltern oder an Lehrer und wen alles. Also das waren witzige Jobs. Ja. Oder ein anderer Job bei der PR war für Polyarthritis-Patienten, also Rheuma. Patienten etwas zu tun. Das war zwar für ein Pharmaunternehmen, aber die wollten eben was auch für die Ärzte tun und für die Patienten. Und da durfte ich da habe ich dann vorgeschlagen, machen wir noch ein Patientenseminar. Und das war eine coole Kiste in Düsseldorf auf der Medica, der größten Medizinmesse. Habe ich dann ein Komplettding für Rheumapatienten erfunden, sozusagen ein Seminar. Das war ein halber Tag von morgens 9 bis mittags um 2. Und da haben die 500 Rheumapatienten hingekacht. Die müssen schon sehr früh aufstehen, damit ihre Gelenke, die gehen ja über die Schmerzgrenze, damit die beweglich sind. Ich habe da ein Theaterstück geschrieben für die Rheumapatienten mit einer Bonner Schauspielgruppe. Und da war noch Hans-Jürgen Rosenbauer, der Moderator, ein bekannter Moderator vom WDR, der haben wir angeheuert, der hat das durchgeführt. Und ich habe dann 5 Leute
vorher mal richtig reingestiegen in Rheuma. Ne? Was müssen diese Menschen machen? Und das war spannend. Die Deutsche Rheuma-Liga ist ziemlich konservativer Verein. Die wollte mir dann noch einige Referate rausstreichen, wie zum Beispiel Rheuma und Sex. Ja, ich hatte einen Juristen, der über Rheuma und Sexualität reden wollte. Das war spannend, hochspannend. Weil Rheumatiker, die so viel Schmerzen haben, die müssen bei der Sexualität über erstmal Schmerzen ertragen, bis die Lust so groß wird, dass die Lust größer ist als der Schmerz. Ne? Also ganz spannend. Und das war mucksmäuschenstill. 500 Leute konnten zur Nadel fallen. Und das war, ja, hat richtig Spaß gemacht, so ein Gesamtding zu machen. Und die haben auch zwei Kassetten gemacht damals. Damals gab es noch Kassetten und haben das dann an viele tausend Ärzte verteilt, so als Promotion-Aktion. Aber es war spannend, hat Spaß gemacht. Und was ist dann trotzdem vielleicht passiert, wo du sagst, wie soll ich sagen, wo ging es irgendwie bergab? Ne, es gab ja auch einen Punkt in deinem Leben, wo alles nicht so rosig war. Ja, das Unrosigste, das passierte so bei mir zwischen 40 und 42 ungefähr, weil da kam dann, ich war beim amerikanischen Unternehmen mit Sicherheitstechnik, das war uns auch sehr interessant, warum ich dahin geführt worden bin. Die haben versucht mit Technik und es ist bis heute dieselbe Firma, Ladendiebstahl zu verhindern. Mehr oder weniger durch elektronische Abschreckung. Du kennst die ganzen, ne? Bei Douglas und bei Kaufhof, Karstadt und so weiter. Die, ne? Dinger, die da an der Tür stehen. Genau. Die haben wir damals verkauft. Und also Ladendiebstahl zu verhindern. Nachher ist mir klar geworden, warum mich das Leben dahin geschickt hat, weil ich als Student gerne auch Bücher geklaut habe, gebe ich zu. Das ist ein Karma. Das war die Gegenzeit. Ja. Da bin ich 1986. Als Hobby geklaut oder einfach, weil die Kohle gefehlt hat? Weil die Kohle gefehlt hat, also sogar für die Kommilitonen. Nee, bei mir hat sie gar nicht, ich glaube, ich habe sie mehr für Kommilitonen geklaut, die wenig Kohle hatten. Also ich habe manche Bücher zweimal geklaut. Ja, tut mir heute noch leid. Die Buchhandlung in Hamburg. Jedenfalls habe ich dann nachher für die andere Seite gearbeitet. Ne? Und so kommt das. Ja, und die schlimmste Zeit waren nachher letztlich Panikattacken und gefühlte Ohnmacht, die hochkam nachts vor allen Dingen. Ich war äußerlich sehr erfolgreich bei einer Firma in Düsseldorf. Hatte da als Marketingmann in Deutschland angefangen und war dann in ein paar Jahren Vice President Marketing Europa für 15 Länder. Und der kleine Robert in mir dachte, ob wir das so schaffen hier und so weiter. Ne? Also war ein Kleinheitsgefühl dabei. Dann kamen die Ängste hoch eben nachts und irgendwann habe ich gedacht, du musst hier raus. Obwohl objektiv alles okay war. Und das hat dann wohl mein Chef auch irgendwann gemerkt, dass der Robert doch an sich selbst zweifelt. Und dann habe ich natürlich mir Hilfe gesucht. Aber keiner von drei Psycho-Experten konnte mir helfen. Und da habe ich gesagt, wenn die Psycho-Experten waren Analytiker in Düsseldorf, nicht helfen können bei Panikattacken und die wenigsten können bis heute helfen, außer unsere Transformationstherapie, dann musst du was anders machen, musst du aufhören. Da traf ich eine Journalistin vom Handelsblatt, die habe ich letztes Mal nochmal wieder getroffen und die gab mir ein Buch in die Hand über Reinkarnationstherapie in München. Die sagte, hätte ich schon ein paar Mal gemacht und hätte gut getan. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machst du das auch mal. Und da bin ich im Juli 95 bin ich dann nach München für 4 Wochen und habe mir sozusagen, habe mich 4 Wochen mal um mich gekümmert, nicht mehr um Sicherheitstechnik oder um anderes. Und das hat mir sehr gut getan. Die 4 Wochen in München, das war der erste Kontakt mit München, habe ich gespürt oder die Kraft bekommen zu kündigen. Vorher hatte ich die nicht. Also mein Job, der hatte 9 Jahre, war ich da in der Firma, habe ich dann richtig Kraft bekommen, jetzt gehst du heraus, jetzt kündigst du. Ich war so ohnmächtig und gelähmt, dass ich nicht wusste, kommst du heraus. Und das hat mir gut getan. Ich habe September 95 dann gekündigt und dann waren die Panikattacken erstmal schlagartig weg. Weil ich musste ja nicht mehr rein in den Job. Ne? Also ich bin sogar früher, habe ich mir einen Umweg gesucht, auf dem Weg zur Arbeit von Meerbusch nach Ratingen, in der Hoffnung, dass ich meinen Mercedes damals gegen einen Baum setzen könnte. Und dann wäre die Sache auch vorbei. Das war schon über ein Jahr, war das so der Versuch. Danach habe ich noch verurteilt, dass ich nicht geschafft habe. Ja, so ist der Mensch. Gott sei Dank. Haben die Engel das verhindert? Zum Glück. Haben die Engel das verhindert und es kam ein nächstes Leben noch nach dem Leben. Und du bist heute dankbar für, sehr dankbar für. Und ich glaube, dass es relativ vielen Menschen doch auch so geht, dass die einfach nicht wissen, ja, wie sie da rauskommen. Kannst du dich noch daran erinnern, was so deine Grundgedanken waren? Also was? Du siehst nur schwarz. Du hast einen Tunnelblick. Wenn du Angst hast und hast keine Anleitung
und Panikattacken hast und schweißnass gebadet aufwachst und das verbunden ist die Angst mit Gelähmtheit, mit Ohnmacht, das kennen viele heute und kommt jetzt immer mehr, dann brauchst du eine Unterstützung. Und da kann ich nur sagen, hol dir Unterstützung möglichst bald und nicht beim Psychiater, der vermittelt dir Pillen und das unterdrückt das Ganze. Pillen können zeitweise helfen, wenn eine begleitende Therapie dabei ist, ja, aber nicht als Originaltherapie gegen sowas. Wir wissen heute, in der Transformationstherapie kennst du dich ja auch mit aus, dass wir Menschen heute durch größte Ängste, auch Todesängste, Versagensängste, Existenzängste hindurchführen können und dass diese Ängste wie andere Gefühle wie Wut und Scham und Schuld bejahend durchfühlt werden können. Und das können jetzt schon sogar Kinder, wie auf der CD, meine Gefühle werden meine Freunde. Jetzt wieder ein Kindergärtner getroffen, die sagt, das mache ich selber für mich und meine Kinder lieben das. Und das gibt es eben bis heute weitgehend nicht, dass wir solche unangenehmen Gefühle, die uns ohnmächtig und hilflos sein lassen, wie gelähmt fühlen lassen, dass das unsere Babys sind, wie ich sie nenne, Gefühlsbabys, die nichts anderes wollen, als bejahend, also angenommen und bejahend gefühlt zu werden. Und dann können sie fließen. Emotion heißt Energie, die fließen will. Und dann können sie sich verwandeln. Und da bin ich heute sehr, sehr froh drum. Und was sagst du heute, woher kommen Panikattacken? Warum kriegen wir sowas? Einmal bekommen wir Panikattacken und andere Dinge wie Depressionen und sonst was, weil Dinge aus der Vergangenheit hochkommen. Ich sage, wir alle haben in der Kindheit mehr oder weniger oft Enttäuschungen, Kränkungen, Ausgrenzungen, Verletzungen erfahren. Und als Kind können wir nichts anderes, als die zu verdrängen, so tun als ob und Schwamm drüber und so weiter, weitermachen, ne? Funktionieren. Keine Eltern können damit so umgehen und sagen, hey, ich weiß, wie du dich fühlst, weil die meisten Eltern selber nicht glücklich sind. 97% aller Eltern sind laut vielen Umfragen nicht glücklich und ich mache die Umfragen selber auch in meinen Vorträgen seit vielen Jahren. Das heißt, sie können nicht helfen und dann sagt das Leben, ich warte mal jetzt 30, 40 Jahre. Meistens in den 40er Jahren kommen die Dinge dann wieder hoch und das merken jetzt sehr viele Leute, kommen die Dinge hoch, die bisher früher nicht geklärt sind in dir. Ja, also alte Gefühle wie Schuldgefühle der Mama, dem Papa gegenüber, Kleinheits-, Ohnmachts- und Schamgefühle. Und muss man einfach vorstellen, die ganze Kindheit ist ja Zeit ohne Macht. Du hast ja nicht die Macht, etwas allein zu entscheiden im Sinne von Papa, ich zieh aus, ich habe eine Wohnung, ne? Sondern muss da bleiben. Und in dieser Zeit speichern wir einfach ganz viel, zum Beispiel Ohnmachtgefühle und dazu Kleinheit und Ängste. Alle Kinder haben ein paar verschiedene Ängste, wie Ängste, alleingelassen zu werden, verlassen zu werden, Angst, dass Papa und Mama sich streiten, dass sie auseinandergehen, Angst, die Erwartungen der Eltern nicht zu erfüllen und so weiter. Wir sind also am Anfang unseres Lebens, starten wir, sag ich mal, eine anspruchsvolle Phase, wo wir nicht umhin kommen, uns abhängig, klein, ohnmächtig und ängstlich zu fühlen. Und diese Ängste und andere Gefühle kommen ein paar Jahrzehnte später, sagt das Leben, so. Jetzt bist du alt genug und jetzt darfst du die Schöpferverantwortung oder deine Verantwortung übernehmen für das, was dich hier innerlich bewegt. Das heißt, wir brauchen erstmal lange Zeit, bis wir auf den Trichter kommen, dass wir, ich sag mal, Geist-Seele-Wesen sind mit einer Innenwelt und dass diese Innenwelt wichtiger ist als die Außenwelt im Sinne von, was ich innen sehe, das ernte ich im Außen, was ich innen denke über mich, über das Leben, über die anderen oder wie ich mit meinen Gefühlen umgehe, ob ich sie verdränge und mich ablenke, das muss ich nachher im Außen zeigen. Und das verstehen jetzt immer mehr Menschen, dass alles einen Sinn hat. Ja, wie die Oma damals gesagt hat, Kind, wer weiß, wofür es gut ist. Das auf Deutsch, ich sage, jede Krise, jede Krankheit und auch jeder Konflikt, also auf Deutsch alle Scheiße, was wir sagen, Scheiße, hat einen Sinn. Und dieser Sinn kann und hat eine Botschaft. Und diese Botschaft kann verstanden werden. Das habe ich ja im letzten Buch, jetzt reicht es mir aber, das Buch über die Arschengel und den äußeren und inneren Unfrieden, sehr deutlich gemacht, dass jeder Konflikt einfach uns etwas sagen will, uns weiterbringen will in den Frieden, ja, und in die Klarheit des Geistes. Wir haben eine Birne, wir denken ganz viele Gedanken und wissen aber nicht, was wir anrichten mit diesen Gedanken. Denn wir denken extrem verurteilend über uns selbst, über die anderen. Die Idioten. Warum tun wir das? Das ist noch eine Angewohnheit, das ist ein altes Muster. Seit tausenden von Jahren haben wir gelernt zu verurteilen. Das lernt ein Kind schon, sieht, kommt die Nachbarin vorbei, sagt, guten Tag, Frau Nachbarin, ist die Tür zu, blöde Kuh. Ach, so hat das Kind, so geht das hier.
Und das Kind merkt, ich werde, merkt ziemlich bald, im zweiten, dritten Lebensjahr spätestens schon, ich muss für Liebe was tun. Ich werde hier nicht so angenommen, wie ich bin. Das hat Mama, Papa selber durchlaufen und die kennen das nicht anders. Die tun ihr Bestes. Ich sage mal, alle Eltern tun ihr Bestes, aber unbewussterweise geben sie genau diese alten Schuhe, die ich in meinem Buch beschrieben habe, weiter. Alten Schuhe wie, ich muss mir Liebe verdienen. Ich muss die Erwartung anderer erfüllen. Ich muss es anderen recht machen und so weiter. Und ich darf nicht Nein sagen. Und das sind alte Schuhe, die nach 3-4 Jahrzehnten einfach zu Krisen führen. Ja, ich sage mal, ich teile das Leben in 4 Phasen ein, die ersten 20 Jahre. Sind wir nun mal abhängig, da lernen wir, was man zu tun hat und was man nicht zu tun hat. Man lernt, ja, die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Dann gehen wir raus, circa 20. Und in 20 und 30 Jahren versuchen, was zu haben zu bekommen. Wir arbeiten, gründen Familie, wollen was haben und bekommen. Nach dem Motto, hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Und dann rutschen die meisten ab 40 und manche, wir Männer halten länger durch, sind 50, in irgendeiner dieser 3 Ks, Krisen, Krankheiten, Konflikte, um ja mal richtig durchgeschüttelt zu werden und sagen, hey, was habe ich denn bisher gemacht? Viele müssen erstmal richtig flachgelegt werden, um sich erst in meinem Leben nach 4 Jahrzehnten die Frage zu stellen, wozu lebe ich überhaupt? Was ist der Sinn? Warum stehe ich überhaupt morgens auf? Diese Frage hat sich bis heute kaum ein Mensch wirklich beantwortet. Und das ist irre, finde ich. Ja, wir leben hier unglaublich jeden Tag da 17, 18 Stunden, tausende von Tagen und kein Schwein fragt sich, wofür? Ja, wir funktionieren, wir malochen und so weiter, gucken auf, dass der Kühlschrank voll ist und dass wir was haben und so weiter. Und dann müssen wir vor die Wand laufen, um uns am Kopf zu kratzen und sagen, wozu die Scheiße hier oder wozu das alles? Ja. Dann da nochmal nachgefragt, warum macht mich das denn nicht glücklich, wenn der Kühlschrank voll ist, wenn ich 2 Autos vor der Tür habe und die Traumfrau im Bett, warum genügt das alleine nicht? Allein schon deswegen, weil wir dafür kaum dankbar sind, weil die Dankbarkeit fehlt. Wir nehmen alles für selbstverständlich. Ja, wir haben keinen Krieg gehabt hier, seit über fast 80 Jahren haben wir keinen Krieg. Die meisten Leute, die hier leben, die waren nie als Erwachsene im Krieg, also wissen sich wertzuschätzen, was du nicht erlebt hast. Wenn du das Gegenteil von etwas nicht erlebt hast, kannst du das, was du hast, kaum wertschätzen. Also wenn du nie im Krankenhaus warst, dann wertschätzen die meisten die Gesundheit ihres Körpers nicht. Erst wenn du ein Bein gebrochen hast, das Bein geheilt ist, sagst du, oh, das ist aber toll, das ist geheilt. Ne? Oder wenn du sagst, du hast einen Partner, so sagen viele so unbewusst, ich habe mich gut und gerne meinen Mann gewöhnt. Wer ist das? Ach, das ist nur mein Mann. So als Beispiel. Heißt dann, wertschätzt du deinen Partner nicht, dass der da ist und mit dir durch manche Scheiße schon gegangen ist und sagt, danke, 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 dass du das mit mir machst hier. Ne? Durchgehst, dasselbe mit der Arbeit. Ja, viele haben Arbeit, wir haben fast keine Arbeitslosigkeit, Mini-Arbeitslosigkeit weltweit verglichen. Und dann gehen viele nicht mit Freude in die Arbeit und sagen, nee, eigentlich will ich das nicht so und habe keinen Bock dafür. Und dann beginnt, ist die Krise sehr schnell da, denn wenn ich etwas nicht liebe, was ich habe, Gesundheit, Partner, Arbeit, Körper, dann laufe ich Gefahr, das, was ich habe, zu verlieren. Also die Gefahr ist etwas so selbstverständlich, nämlich ich sage, ist nicht selbstverständlich, dass wir morgens aufwachen in einem gesunden Körper, ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Geschenk des Lebens, dass wir leben können. Und deswegen sei es eine der wichtigsten Haltungen im Leben, Dankbarkeit und Wertschätzung. Darum heißt übrigens ein Gedanke, er heißt, geh hin und danke. Mach dein Denken zum Danken. Und wenn mir diese Dankbarkeit fehlt, was würdest du da empfehlen? Also es könnte ja sein, dass ich sage, okay, ich habe ein tolles Auto, ich habe einen tollen Job, mein Kühlschrank ist voll, ich sollte dankbar sein, aber ich bin's nicht. Das sind Menschen, die lange funktioniert haben, die nach ihrem Kopf gegangen sind, die Erwartungen erfüllt haben, die dürfen sich hinstellen und dürfen erstmal am besten so, wie du das gemacht hast, mal im Jakobsweg gehen. Da muss nicht gleich jeder in den Jakobsweg gehen, aber in die Natur gehen. Ich empfehle den Menschen jeden Abend, wenn ich einen Vortrag habe, mach doch mal alle 2 Monate 2 Tage nur für dich. Nicht zu Hause raus, ja, preiswerte Pension nehmen. Ich sage, wenn du Geld hast, nimmst du Tauchpension. Aber in der Ruhe, in der Landschaft. So, und du allein, Smartphone ausmachen, 1-2 Bücher kannst du mitnehmen. Und dann gehst du mal jeden Tag, Samstag und Sonntag, 3, 4, 5 Stunden nur spazieren. Und dann kommst du zu dir. Vielleicht noch nicht bei den ersten 2 Tagen. Du kommst in die Langeweile oft. Ja, und ich sage, riskiere Langeweile. Hinter der Langeweile ist die Leere. Riskiere es, dich leer zu fühlen, dich zu langweilen, dich mit dir selbst zu langweilen. Da merkst du, ich kann mich gar nicht genießen. Aber dein Partner, der soll dich genießen, ne? Das soll ich aushalten. Ich sage, wer sich selbst nicht an einem Wochenende allein genießen kann, der wird doch, ist auch für andere ungenießbar.
Na, da muss der Partner braucht ja schon Schmerzensgeld dafür, dass er dich aushält. Das heißt, ja, wenn du dich nicht aushalten kannst, ist das wahr, oder? Mhm. Ja. Das heißt, diese Zeiten des Alleinseins, wir dürfen uns gönnen, Zeiten allein zu sein. Jeden Tag mal eine Stunde insgesamt mit Pausen, das ist nicht eine Stunde am Block, 20 Minuten spazieren gehen oder mal in deinem Zimmer. Auch am Wochenende etwas mehr, aber das brauchen wir, damit wir hier zu diesem Zentrum kommen. Wir haben ein Herz neben der Pumpe, links davon. Und dieses Herz spricht zu uns jeden Tag und weiß genau, was uns glücklich macht. Es spricht zu uns durch die Stimme von Stimmigkeit und Freude. Es fragt sich, stimmt das eigentlich, was du da tust? Und ich stelle fast jeden Abend zwei Fragen und ich sage, in zwei Sekunden sagt dein Herz dir die Antwort. Und jeder von euch hier sagt euch auch die Antwort. Ich stelle euch zwei Fragen. Erstens, was du mit Arbeit verbindest in deinem Leben, was du arbeitest. Fühlt sich das, was du arbeitest, angestellt, selbstständig oder was immer, fühlt sich das rund, stimmig und mit Freude verbunden an? Ja oder nein? Und zack, du hast die Antwort. Du sagst nicht, komm mal morgen wieder, das muss man überlegen. Zweite Frage, was du lebst, Single oder in Beziehung, Partnerschaft. Fühlt sich das rund, stimmig und mit Freude verbunden an? Ja oder nein? Und zack, du hast die Antwort. Du sagst nicht, ja, manchmal vielleicht. Und sagt, dann stimmt's nicht, okay? Also, dieses Herz wartet darauf, dass wir auf es hören. Und keiner hat es gelernt von den Eltern. Junge, hör auf dein Herz und sag deine Wahrheit. Mach die Fresse auf oder mach den Mund auf und sag nein. Ja? Keiner hat gelernt, zu Hause nein zu sagen. Oder kennst du eine Mutter, die sagt, du Schatz, wenn ich dir was sage und das fühlt sich nicht stimmig an, sag nein, Mama. Was sagst du dann den Eltern, die sagen, naja, aber ich kann, dann macht mein Kind ja nur noch, was es will. Ja, das sagt der Kopf. Das ist ein Irrtum. Kinder sind nicht doof. Kinder kann man sehr differenziert sagen. Du, wenn das wirklich dir gegen Strich geht und du das, diesen Wirrsing partout nicht magst, dann werde ich in den nicht reinzwingen. Und wenn du keinen Bock hast, dahin zu gehen, dann reden wir darüber. Ja, und ich kann es verstehen, ich hatte damals auch vielleicht keinen Bock, da allein zu gehen. Ne? Als Beispiel. Natürlich haben Kinder oft keinen Bock, zur Schule zu gehen, deswegen hier ist die Grenze, natürlich. Da können Kinder, Eltern mal gut Überzeugungsarbeit leisten. Und nur so, weil ich da sage, gehst du da hin? Ja? Ja, mein Gott, das wird ein reifer Erwachsener. Ne? Sehr verantwortlich. Okay. Ja, nochmal zu den Panikattacken. Also die Frage, die gerade da war, ist, wie hast du die Kurve bekommen? Also was ist bei dir passiert, sodass du gemerkt hast, ah, da gibt's was, das hilft ja, mein und das Herz, sind keine Pillen. Ja, mein Herz hat mich erstmal gezwungen, eine Lebenswende zu vollziehen. Also rauszugehen aus einem sehr, ich sag mal, materiell komfortablen Job mit viel Kohle und jede Woche irgendein Land fliegen und alle drei Monate eine Woche in Florida zur Zentrale vortanzen und so. Und aber auch nett. So, ne? War's nett. Aber ich habe quasi nach dem Ende 80 Stunden gearbeitet und hatte keine Zeit mehr, irgendwas zu machen. Hm. Meine Frau hat mich selten gesehen, war am Sonntagnachmittag zum Spaziergang am Deich am Rhein. Das ist dann keine Lebensqualität. Ne? Da fallen viele Männer rein, besonders aber auch ehrgeizige Frauen, dass sie sich ganz auf die Arbeit konzentrieren. Wir Männer binden ja unser Selbstwertgefühl an den Erfolg unserer Arbeit und bekommen keine Anleitung für eine gute Balance im Leben. Ja? Und ich rede nicht von Work-Life-Balance. Das ist so ein Irrtum, weil Work ist Leben, sage ich mal. Wir leben auch in der Arbeit und haben Beziehungen. Aber in die Balance zu kommen zwischen, nenne ich männlichem Prinzip und weiblichem Prinzip, zwischen rechter Seite einatmen und ausatmen, zwischen Anspannen und Entspannen, zwischen viel machen und tun, auch wirklich da sein. Ne? Gerade ist wirklich da zu sein und zu genießen, mich fallen zu lassen. Und etwas, was mich wirklich nährt, wir sind eben, wie gesagt, nicht nur Malocher, wir sind kein materiell orientiertes Wesen, sondern dieses Herz wünscht sich Erfüllung. Und da kannst du Kohle verdienen, wie du willst, kannst du Vorstandsvorsitzender sein. Wenn dieses Herz sagt, du, das geht mir am Arsch vorbei oder so, das erfüllt mich überhaupt nicht, dann wirst du eine der Folgeerscheinungen, Depression, Burnout oder anderes erfahren, weil dein Herz will dich führen in ein erfüllteres Leben. So war das bei mir, deswegen bin ich dankbar. Deswegen waren die Panikattacken sofort mal weg und da hatte ich später die Gelegenheit, die dann in der Nacht hochkommenden Ängste bejahend zu führen, so wie ich das meinen vielen Seminarteilnehmern erzähle. Da würde ich gerne noch mal genauer nachfragen. Also was ist passiert, sodass du gesagt hast, ich nehme meine Ängste jetzt an. Ich atme und fühle da rein. Das habe ich erst gelernt in meiner
Entwicklung als Transformationstherapeut. Ich hatte ja Reinkarnationstherapie gelernt und habe dort gesehen, was nicht gut funktioniert und habe aus dieser Therapie meine Transformationstherapie entwickelt. Und da ist ein zentraler Bestandteil, und das habe ich selber gemerkt und habe da Klienten gemerkt, wenn ich die fühle, ich schaue die an und sage, du kannst in die Ängste jetzt reingehen. Ich bin hier, ich kenne das und wir atmen jetzt. Und dann habe ich die zurückgeführt dorthin, wo die Angst war, wo Mama, Papa weg war oder wo sie wirklich mit Gedanken, wie kann ich das beenden hier, das Leben, konfrontiert haben in Situationen. Und da haben sie gefühlt, aber sie wussten gleichzeitig, ich habe ja meinen Kopf oben, die rutschen dann nicht in das Kind von damals rein, sondern ich kann als erwachsener Mann, als erwachsene Frau am Stuhl sitzen, ich weiß, ich bin hier, ich kann das fühlen und fühle das für mein Kind, das damals ja hilflos war in der frühen Situation. Und ich sage dem Kind auch, Schatz, ich fühle es für dich. Und das haben wir jetzt viele tausend, zigtausende Male erlebt. Und wie schon eben angedeutet, selbst Kinder können das. Ich habe eine CD, meine Gefühle werden meine Freunde. Und ich bekomme Post von 4-, 5- und 6-jährigen Kindern. Und die sagen, Robert, wann kommt die nächste CD? Ich habe keine Angst mehr vom Kindergarten. Und das ist beeindruckend. Wenn Kinder das können, sage ich, dann können das Erwachsene auch. Und deswegen empfehle ich jedem, sich Hilfe zu holen, wenn du es nicht allein schaffst. Ich habe auf meiner Website, findest du 36 kostenlose Online-Seminare. Auf meiner Website gehst du oben, ist ein grüner Button, online, drückst du drauf und da kommen alle 36 Titel mit 1 bis 2 Meditationen und da kann jeder anfangen, wann immer er will, ohne was zu zahlen. Und da findest du auch einen Titel über Ängste, über Ohnmacht und sonst was alles. Kann ich mir empfehlen, einfach anfangen, fühlen. Wenn du das erzählst, dann finde ich, klingt es nicht nur schlüssig, sondern ich habe es ja auch vielfach selbst erfahren und erlebt. Insofern schließe ich mich da natürlich an. Was glaubst du, wie soll ich sagen, warum weiß das nicht jeder oder warum ist das Gegenteil so weit verbreitet, dieses Wegmachen, Wegdrücken? Warum lernen wir das nicht schon in der Schule? Na, das liegt an der so einer Entwicklung in unserer Geschichte bisher. Wir sind, also nach dem Rationalismus, seit dem Zeitalter der Aufklärung, sind wir sehr aufs Denken. Ne? Damals hieß ich denke, also bin ich. Gleichzeitig sind wir sehr unbewusste Denker. Das ist schon spannend. Wir denken, wie gesagt, zigtausend Gedanken am Tag und wissen nicht, was wir denken und wissen nicht, was wir mit unserem Denken anrichten. Jeder Gedanke macht etwas. Also wir sind eine extrem unbewusste Gesellschaft, die den Menschen, denke ich, ja, sehr klein gedacht hat. Wir haben uns über die Geschichte der Menschheit immer kleiner, kleiner, kleiner gedacht. Ja, im Allgemeinen hält sich nicht ein Mensch hier für ein großartiges, göttliches Wesen. Ne? Dann sagen die, hast du einen Furz am Schädel oder was? Oder hast du was genommen? Ne? Und das ist jetzt die Zeit der großen Transformation, so nenne ich sie, oder wird sie von vielen genannt, des großen Wandels, in dem wir uns erinnern, wer wir von Haus aus wirklich sind. Dass wir sehr große Geistwesen sind, dass wir in erster Linie Geistwesen sind und kein körperliches Wesen. Der Körper ist unser zeitweiliges Raumfahrzeug oder unser irdischer Anzug. Aber dass wir ewig lebende Geist-Seele-Wesen sind, die freiwillig hergekommen sind und sich jetzt auf dieser Erde wieder erinnern, wer sie von Natur, von Haus aus sind, um sozusagen wieder zu wachsen in ihre Erinnerung hinein, in ihre Größe hinein. Und das passiert eben jetzt. Gibt es bestimmt viele Gründe, warum das jetzt der Fall ist, aber ich denke, das ist nicht das Wichtige. Jedenfalls haben wir es lange, lange, lange über Epochen vergessen. Und da ging es nur um Materie, um Bekommen, um Macht und Ohnmacht. Ich denke, man kann die Geschichte der letzten 10.000 Jahre bestimmt als einen Kampf um Macht und Besitz, ja, wo die ganzen großen Reiche ran, die auseinandergegangen sind, auseinandergefallen sind. Ja. Der eine will den anderen beherrschen, aber kaum einer hat bisher gesagt, hey, wozu sind wir hier alle da? Wir sind, ne, viele haben gesagt, wir sind alle Brüder und Schwestern, aber haben gesagt, da kann ich nichts verkaufen. Ja. Und ich glaube, dass wir jetzt in ein sehr spirituelles Zeitalter hineinkommen, bisher ist es noch eine Minderheit, dass viele in dieser Zeit aufgeweckt werden durch besagte Krisen, unter anderem Ängste, Panikattacken, Demenz und viele andere Sachen, also nicht Demenz, sondern Depressionen und andere Krankheiten. Ich bin sehr optimistisch für diese Zeit. Da fällt mir gerade ein, ich weiß nicht mehr, bei welchem Buch das ist, aber bei Petar, ganz am Anfang von meinem Buch steht, wir bringen euch alle nach Hause, sinngemäß, oder wir bringen dich nach Hause. War das nicht Kajan? Petar?
Ich weiß, was Petard war. Das war auf jeden Fall ein Buch von Petard. Und ja, ich weiß, ich habe nur diesen einen Satz gelesen und ich habe angefangen zu weinen, wie als gäbe es keinen Morgen mehr. Und ich konnte mir das gar nicht erklären, warum das so ist, aber es hat mich sehr berührt, dieses wir bringen dich nach Hause oder wir bringen euch alle nach Hause. Das hat dein Herz angepickert, tickert, ne? Ja, ich denke, da ist eine Sehnsucht in allen uns allen ist eine Sehnsucht nach wieder nach Hause kommen. Und dein Herz weiß das, was es ist. Ich denke, uns das Herz weiß, du bist auf einer Reise, Abenteuerreise, sehr mutig, sage ich auch immer. Wir haben extra bereitwillig vergessen, wer wir sind, woher wir kommen, um Erfahrungen zu machen, die wir sonst nicht machen können. Das heißt, wenn wir immer im Bewusstsein unserer Göttlichkeit und Ewigkeit wären, unserer Schöpferkraft, unendlichen Schöpferkraft, könnten wir uns nicht in solche Kleinheits- und Abhängigkeitsverhältnisse begeben, wie wir es alle tun, zu Hause und so. Was mache ich denn am besten, wenn ich aber im Moment der Erfahrung drin hänge, wo ich sage, auf diese Erfahrung habe ich aber wirklich keinen Bock? Dann rufst du jetzt mal laut Scheiße. Wenn du im Moment keinen Bock hast, dann steckst du aber mittendrin. Genau. Ja, du steckst in deiner Beziehung, die Scheiße läuft oder sonst was. Genau, ne? Oder wenn ich zum dritten Mal meinen Job verliere und sage, muss das denn schon wieder sein? Was mache ich denn da am besten? Ja. Also meine Empfehlung ist als erstes, dich an die Seite zu stellen, auf einen Meter daneben dich zu stellen und sagen, ist das nicht interessant? Das kannst du mit der Zeit, das kann man einüben. Da wird man nämlich erstmal Beobachter. Denn wenn du dreimal deinen Job verloren hast, ist das doch interessant, oder? Oder wenn dein Partner fremd geht und sagt, ist das ein interessantes, mein Vater schon, mein Vater schon wieder fremd geht. Ja. Weil dieser Satz kann nur jemand sagen, der die Sache beobachtet und nicht der mit dem Kopf in der Scheiße hängt und sagt nur Scheiße, Scheiße, Scheiße. Denn erstens darf ich wahrnehmen und beobachten, was passiert eigentlich? Heißt, was geschieht in meinem Leben und was wiederholt sich? Was sich wiederholt, da sagt das Leben, wie oft muss ich es dir noch zeigen? Also wenn du verlassen wirst, wenn du betrogen wirst, beklaut wirst, dann dürfen wir fragen, hätte ich vielleicht etwas damit zu tun? Und da kommen wir eben zu einer Ursache, die die meisten nicht im Blick haben. Nämlich? Dass wir unser Herz alle verraten haben, dass sich jeder Mensch, dass wir lernen erstmal als Kind uns selbst zu verlassen, uns untreu zu werden, uns zu betrügen. Das machen alle Menschen. Wodurch fast jeder macht fast jeden Tag etwas, was er eigentlich nicht will. Das liegt daran, dass wir nicht gelernt haben, Nein zu sagen. Denn wenn wir Nein sagen zu etwas, wo sagt unser Herz, das stimmt wirklich nicht, da steigt die Angst des Kindes in uns hoch, oh, dann werden wir aber verlassen, dann werden wir ausgegrenzt. Ja, und deswegen sage ich jedem Abend in unseren meinen Vorträgen, jeder, der hier sitzt, hat sich schon mehr oder weniger oft dort Ja gesagt, wo du hättest eigentlich Nein sagen wollen. Ich sage mindestens 10% beim Standesamt. Ja, das heißt, und das ist der Verrat am eigenen Herzen. Wenn ich das tue, nicht auf mein Herz höre, sondern egal warum, aus Angst, etwas tue, wo mein Herz sagt, stimmt doch gar nicht, stimmt doch gar nicht, stimmt doch gar nicht, dann heißt das, da verlasse ich mich, da bin ich mir untreu, da betrüge ich mich selbst. Und wer das tut, der fordert quasi andere auf, das mit ihm zu tun. Und das ist der sogenannte Spiegel. Ja, wer sich selbst betrügt oder wer sich selbst nicht liebt, hat auf seiner Stirn stehen, bitte mich nicht lieben. Manche haben das stehen, bitte hau mir eine rein. Auf Deutsch tue ich auch selbst. Ja? Viele überfordern sich dort. Menschen, die abends um 7 Uhr nach Hause kommen und sind kaputt oder am Arsch, auf Deutsch, Entschuldigung, die haben doch auf völlig unbewusste Weise sich nichts Gutes getan. Sind energetisch, sage ich mal, am Tag nicht sehr liebevoll mit sich umgegangen. Haben wenig Pausen gemacht. Ansonsten sind wir heute im Jahr 2019 abends nicht kaputt. Kaum einer trägt, die macht ja Stahlträger oder ja. Aber der Körper ist so kaputt, dass der Körper nicht mehr anders kann. Und das heißt, wir leben vollkommen unbewusst. Wir tun tagsüber Dinge auf eine Art und Weise, die uns eben erschöpft, weil wir viele Dinge tun, nur um zu. Zum Beispiel, ich arbeite, nicht ich, sondern viele arbeiten, um Geld zu verdienen. Und sagt der Kopf, ja, ja, genau, wieso denn sonst? Ich sage, wenn deine Zellen, und du hast 80 Billionen Zellen in deinem Körper, die haben alle Bewusstsein, die haben Zellbewusstsein, die hören genau, was du machst, was du sagst, was du denkst, was du tust und warum du es tust. Und wenn die Zellen hören, da geht sie oder er wieder arbeiten, hat eigentlich keinen Bock, nur um Geld zu verdienen. Dann sagen die Zellen, dann kriegen wir keine Energie. Das ist sowas von niederschwingend auf Deutsch, das zieht uns geradezu runter, den ganzen Körper zieht es runter. Und das kostet Kraft, das ist eine Verlustquelle für Energie. Wenn ich nur arbeite, um zu
oder wenn ich eine Beziehung habe, um nicht allein zu sein, dann ist da keine Freude, keine Begeisterung. Ja? Jede Frage habe ich gestern noch gefragt in Bremen, sag mal, was machst du mit Feuer und Flamme? Gibt es irgendetwas in deinem Leben, wofür du dich wirklich begeisterst? Und das nicht nur einmal im Urlaub auf Mallorca oder sonst was, sondern jeden Tag, jede Woche. Und da fällt dem meisten nichts ein. Und das ist Leben so, wie es nicht gedacht war. Wir haben ein Herz, wir haben Feuer, wir haben das Element Feuer in unserem Körper und dieses Feuer will gelebt werden. Und wir sagen, mit Feuer und Flamme etwas leben, mit richtiger Begeisterung. Und wenn das nicht gemacht wird, so, ach ja, geht so, ne? Dann sagt der Körper, dann kann ich auch nicht hier groß machen. Und dann ist dieser Ermüdung, Erschöpfung und Burnout die normale Folge davon. Und wie komme ich aus diesem Hamsterrad raus? Indem ich mir Zeit nehme zu besinnen, wie eben schon mal gesagt, Zeiten allein, indem ich anfange, das Wie zu überprüfen, wie gehe ich durch diesen meistens ca. 17-Stunden-Tag, wenn ich 7 Stunden schlafe ungefähr im Schnitt, dann habe ich noch 17 Stunden Wachzeit. Das sind über 1000 Minuten. Und die wollen mal angeschaut werden. Wie mache ich das? Wie stehe ich morgens auf? Ja, wie begleite ich mich? Meine Empfehlung, morgens 5 Minuten bis 10 Minuten im Bett liegen bleiben und bewusst diesen Tag anfangen im Bett schon. Heißt im Bett merken, was will ich hier denken. Nicht, was denke ich, wie ich muss aufstehen, sondern etwas früher ins Bett gehen, damit ich die Zeit noch habe. Und mir morgen klar machen, hier beginnt was Neues. Jeden Tag sage ich, beginnt ein neues Leben. Ich kriege jeden Morgen ein neues Leben geschenkt. Das Leben ruft dir zu. Guten Morgen, große Schöpferin, großer Schöpfer. Ich, das Leben, schenke mich dir. Und wir denken, wann ist 18 Uhr oder sowas? Verstehst du? Wir begreifen nicht dieses unglaubliche Geschenk, jeden Morgen einen Tag Leben geschenkt zu bekommen. Ja, in diesen 1000 Minuten sagen wir, denken wir, wie gesagt, 50.000 bis 80.000 Gedanken, aber unbewusst. Wir reden tausende von Worten, meistens unbewusst. Oft verurteilend, uns selbst und andere verurteilend. Wir hetzen uns das Leben und nehmen kaum Zeit, um bei uns zu sein, um hier in unserem Zentrum und aus unserem Herzen heraus zu sagen, und so, das mache ich jetzt bewusst, diese Arbeit und dieses Gespräch, da bin ich wirklich da und präsent bei dem anderen. Und hier höre ich wirklich mal zu und spüre, was es mit mir macht. Und dieses Frühstück genieße mit meinem Schatz oder meinen zwei Kindern ganz bewusst wie ein Anfangsritual an einem neuen Tag. Ja, das heißt, wir machen die meisten Dinge entweder so nebenbei, und nicht bewusst und nicht dankbar und nicht im Genussmodus. Wir könnten viele Dinge, selbst das Autofahren, könnten wir viel besser genießen. Je nachdem, was ich für eine Musik ich höre. Ja, oder mal Stille. Oder meine Lieblingsmusik. Ja, viele, die fahren jeden Tag viele Stunden Auto. Und das ist energetisch eine wichtige Frage. Wie mache ich da? Und da kann man wirklich vieles verbessern an dem, wie lebe ich, vom unbewusst zu bewusst, von macht das Sinn, so zu machen oder könnte ich das anders machen. Aber eines der zentralen Dinge ist, ich brauche zwischendurch immer wieder nach jeder Stunde oder nach jedem Arbeitsabschnitt mal 5 Minuten Zeit für mich, ob ich zum Kaffeeautomaten gehe und mal ausatme, ob ich um den Block gehe, ob ich zum Klo gehe und mache eine Klo-Meditation, wie ich sie immer gerne vormache, unten entspannen, oben empfangen. Und zur Besinnung kommen, in meiner Mitte wieder kommen, da gibt es viele Möglichkeiten. Eine ist bei meinen Kurzmeditationen für den Alltag, meine CD mit 8 oder 9 Meditationen für den Alltag, kurze Dinge. Das hilft vielen Menschen, sich zu zentrieren und sich nicht zu verlieren. Ja, die meisten verlieren sich über den Tag im vielen Machen und Denken und Tun und laufen dadurch von sich weg. Und das ist einer der großen Gründe, warum wir abends kaputt sind. Als du eben erzählt hast, das hat mir richtig Energie gegeben. Also ich konnte mich da reinfühlen, wenn ich sage, boah, ich stehe morgens auf und bin dankbar für das Geschenk des Tages. Und das kenne ich natürlich auch. Und was bei mir immer mal wieder passiert, das ist nicht so schlimm, wie es früher noch war. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es gibt Tage, wie wenn mir das nicht zur Verfügung steht oder ich vergesse das. Und da frage ich mich, warum falle ich immer wieder zurück oder in so ein Loch zurück, wo ich dann das Gefühl habe, mir steht es nicht zur Verfügung. Hast du da eine Idee? Das sind die Krisen im Kleinen. Und das sind genau die Punkte, wo du dich besonders lieben darfst in dem Moment. Weil wenn ich sage, mich selbst lieben lernen, ist eine zentrale Aufgabe in unserem Leben, dann ist damit nicht gemeint, das zu lieben, was du eh schon ganz nett findest an dir. Sondern genau dann in der Situation, wo es der Scheiße geht, du Langeweile hast,
unsicher bist, unklar bist, nicht weißt, wie du mit dir umgehen sollst, das genau ist der Punkt. Und da sage ich erstens, wahrnehmen, was ist da? Es ist Leere da, Unruhe da, Unklarheit da, Scheißgefühl da. Zweitens, das, was da ist, darfst du annehmen und wirklich bewusst sagen, Augen zu machen, alles in mir darf jetzt da sein. Alle Ärger, Unsicherheit, Unklarheit, Leere, Langeweile, Frust darf jetzt da sein. Das ist dein Schöpferaspekt und sagt, ich akzeptiere das. Du darfst dich scheiße fühlen. Das ist nicht jetzt dich selber bescheißen und sagen, jetzt mach ich mal schnell was, dann geht's mir voll gut, ne? Dann kannst du Schnaps trinken. Sondern dieses Gefühl des Unzufriedenseins oder wie immer es heißt, wirklich bejahend annehmen und fühlen und das nur für 2 Minuten. Das ist der bewusste Liebesakt. Dein Herz und dein ganzer Emotionalkörper sagen dann, hey, der meint das wirklich ernst. Nochmal die 3 Schritte heißen, wahrnehmen, annehmen und fühlen. Kann jeder die Augen kurz zumachen, jetzt einmal kurz und einmal ein paar Mal ein- und ausatmen, so dass Bauch und Brust sich heben. Und dann spürst du, wenn du jetzt das machst, mal kurz, gehst du mit deiner Aufmerksamkeit aus deinem Denken raus und nimmst mal wahr erstmal, was dein Körper dir im Moment sagt. Auf Deutsch, fühlt er sich ruhig an oder unruhig? Und fühlt er sich leicht an oder schwer an? Spür mal, was dir im Moment auffällt an deinem Körper. Spürst du einen kleinen Schmerz? Fühlst du kalte Füße? Fühlst du Unruhe oder was? Unruhe. Ja, und das, was Unruhe jetzt da ist, du spürst jetzt Unruhe und dann sagst du bitte zu dir selber, innerlich mit deiner inneren Stimme, alle Unruhe in mir darf jetzt da sein. Ich bin bereit, dich, meine Unruhe, jetzt zu fühlen. Und du atmest sanft und tief und fühlst einfach Unruhe, egal wo sie ist. Nicht, um sie wegzumachen, die darf da sein. Das ist das Wichtige. Ja, und dasselbe machst du mit Schwere oder Leichtigkeit. Du spürst beim Einatmen, spürst du, ist das Schwere, zum Beispiel auf der Brust, auf den Schultern. Du sagst auch hier immer wieder, bitte benenn die Empfindung konkret. Alle Schwere in mir oder auf mir darf jetzt da sein. Ich bin bereit, dich, meine, kannst du ergänzen, von mir selbst erzeugte Schwere jetzt zu fühlen. Das ist eine ganz einfache Anleitung. Die kann jeder jeden Tag mal 5 oder 2 mal 5 Minuten machen. Fühlen, was sagt dein Körper? Und diese körperlichen Empfindungen ist die Sprache deines Körpers. Auf Deutsch, dein Körper, deine Seele spricht über den Körper zu dir. Über zum Beispiel Schwere, Enge, Druck, Spannung, Stress, Übelkeit, Kälte, Starrheit und noch was und Schmerz. Und diese Sprache will wahrgenommen und angenommen werden. Auf Deutsch, Empfindungen wie Emotionen wollen bejahend gefühlt werden. Und dann kommt uns etwas in Fluss. Und das ist nicht stundenlang meditieren, sondern hier mal 1 Minute, 5 Minuten hier, 5 Minuten am Nachmittag oder besonders dann, wenn du, wie du gerade gesagt hast, wenn ich mich also doof fühle, einfach ganz doof fühle und ja, mich gerade nicht besonders liebe, dann sowas machen. 3 bis 5 Minuten nur fühlen. Ja, ich konnte auch direkt einen Unterschied merken. Also ich musste anfangen zu lachen, also nicht zu lachen, ich habe gelächelt, habe das Gefühl, ich komme wieder einfach zu mir zurück. Und es ist so eine wohlige Wärme entstanden. Ja, das ist dein Herz, dein ganzer Körper merken. In diesem Moment fließt letztlich Liebe. Da bin ich für mich da. Ne? Nochmal, die herausfordernde Situation ist dann, wenn ich mich nicht liebe. Wie gehe ich damit um? Sage ich ja, bin so eine dumme Sau, immer schon, ja, schon alles falsch und immer wieder und so. Ne? Das ist der innere Kritiker und so weiter, ne? Die kennt man ja auch, ne? Und den haben wir selber gezüchtet. Das heißt, wir haben alle diesen Kritiker und Richter gezüchtet und den Antreiber und Druckmacher, wir müssten mehr machen. Das ist einfach eine innere Realität. Unsere Schöpfung, die will wahrgenommen, die kannst du nicht wegmachen. Und was wir sind, bist du als Gesellschaft, wir sind eine Wegmachgesellschaft. Egal, alles was scheiße ist, alles was unangenehm ist, ob Wut oder Angst, Scham oder Schuld, ob Unruhe im Körper, ob der untreue Partner oder Krankheiten, alles wollen wir wegmachen. Das ist so bewusstseinsmäßig auf der Ebene von Neandertal ungefähr. Wahrscheinlich waren die schon weiter. Verstehst du? Das ist, ne? Was da ist, ist unsere Schöpfung. Und alles, was unsere Schöpfung ist oder was da ist, hat einen Sinn und eine Botschaft. Und diese Botschaft kann ich nur dann erkennen, wenn ich sage, ja, du darfst jetzt da sein. Sogar der Verstand kann so sagen, wenn es schon da ist, darf es auch da sein. Ich kann es nicht wegmachen. Aber wir gehen zum Apotheker und sagen, haben Sie was dagegen? Ja,
Und wenn der nicht hilft oder das Medikament nicht hilft, gehen wir zum Arzt, können Sie mir das wegmachen. Und dann kommen wir von dem Wegmachen zum Transformieren. Ne? Das heißt, wenn ich was wegmache, kann ich es ja nicht transformieren, nicht verwandeln. Mhm. Und da würde ich gerne auch noch ein bisschen mehr mit dir drüber reden. Ja, und das hier war der erste Teil dieses schönen Interviews mit dem Marius Schäfer aus Wiesbaden in seiner Sendung Marius Lebensimpulse. Ihr könnt euch freuen auf eine Fortsetzung. Bis nächste Woche, euer Robert Betz.